Follow the Psychopath von der Herr Koi. Sehen Sie, wohin auch immer Sie zu gehen wünschen, liegt allein in Ihrem Ermessen. Fühlen Sie sich nicht bevormundet, hören Sie vollumfänglich auf Kopf oder Herz. Es ist ganz Ihnen überlassen, in welche Richtung Sie sich drehen und wonach Sie verlangen. Dieser Kommissar Volland ist echt eine Bereicherung für unseren Unterricht, war der Student überzeugt. Hinter dem Schutzwall des strammen Rückens vor ihm warf er seine Flüsterworte der guten Seele seiner Sitznachbarschaft zu, die jedoch mit erhobenem Finger und ernster Miene erwiderte: Na, dann schlage ich vor, dass du deine Lauscher nach vorne richtest. Er hatte seine Position im Vorlesungssaal mit Präzision erwählt. Kommissar Follon konnte sein geheimes Treiben unmöglich ertappen. Aber das war einzig deshalb so, weil die Plätze ausnahmslos besetzt waren und ihm zu Genüge die Möglichkeit gegeben war, sich zu verstecken und während seines Tuns nicht direkt in den Mittelpunkt gestürzt zu werden. Es war kaum verwunderlich, dass genau diese Vorlesung derart gefragt war. Sogar von außerhalb der forensischen Wissenschaften hatten sich Leute hereingeschmuggelt. Dabei war die Tafel vorne nach jeder Vorlesung des Kommissars ohne einen einzigen Kreidestreich. Ein massiver Unterschied zu den anderen Vorlesungen. Aber dieser Kommissar Follon, er schaffte es nicht bloß, durch seine auf wahren Begebenheiten basierenden Erzählungen jede einzelne Person im Raum in seinen Bann zu ziehen, nein. Er hielt zusätzlich die einzigartige Begabung inne, Puzzlestück für Puzzlestück die Begebenheiten mit nichts weiter als seiner Wahl der Worte vor dem inneren Auge der Zuschauerschaft zu visualisieren und in unfassbar lebhafter Manier wiederzugeben. Dem Studenten blieb ausnahmsweise nichts weiter übrig, als seiner Freundin zuzustimmen, aber er hatte ohnehin nicht vorgehabt, auch nur ein einziges Wort zu verpassen. Grinsend und mit neckisch zur Kapitulation an die Schultern erhobenen Händen drehte er sich aus seinem Versteck vorwärts, um sich der Weiterführung der Geschichte zu ergeben. Die Bestimmung der Route liegt in Ihrer Hand. Woher Sie kommen jedoch, das liegt außerhalb Ihres Einflusses. Sie können nicht ändern, wo Sie gestartet sind oder wie Sie eine Entscheidung getroffen haben. Die Vergangenheit ist in Stein gemeißelt, die Wurzeln gesetzt. Kommissar Follon hatte sich mittlerweile vorne an das Rednerpult gelehnt. Da stehen Sie nun also, an Ihrem Fleckchen Erde, das Sie Herkunft heißen. Nur zu, wachsen Sie. Sturm und Wetter werden ganz von sich aus auf Sie zukommen und Sie unabhängig von Ihrer Ausrichtung formen. Ziehen Sie sich warm an. Der Winter ist nämlich ein ganz besonderer Bastard. Mit dem Zeigefinger am kurz gehaltenen Kinnbart suchte er aus nur halbwegs geöffneten Augen die Reihen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer heim, die allesamt erschauderten. Die zermarternde Eiseskälte seiner Aufmerksamkeit setzte Fuß in der unbeschriebenen Schneelandschaft ihrer Vorahnung. Er nahm sich der Erwartungen an, um sie zu übertreffen, und begann, von einem Brüderpaar, insbesondere von einem der beiden Männer, zu berichten. Was dieser Mann in unserer schönen Stadt ausgerichtet hat, ist fürchterlich. Was ich heute aber vor allem beleuchten möchte, ist nicht das Ausmaß der Tat, sondern das Ausmaß des getätigten Geständnisses. An Follow the Psychopath schreibt Koi alleine. Eine Fortsetzung gibt es jeweils wöchentlich. Viel Spaß!